Danke für euren regelmäßigen Support. Freunde, ja, ich weiß, heute gab es keine konstruktive Kritik, aber ich wollte mal Danke sagen. Ich weiß, wäre nicht nötig gewesen, aber ihr dürft nicht vergessen, euch auch selber mal auf die Schulter zu klopfen, denn es ist für mich sehr gut, dass ihr jeden Tag einschaltet. Kann man ja so nicht sagen. Aber nein, ich finde es sehr krass zu sehen, was sich hier für eine Community bildet, rund um die First Dates Videos, aber auch auf Instagram. Der Support ist zurzeit wirklich geisteskrank. Ich glaube, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, so stark war es noch nie, oder? Naja, wo ich mit Tina Neumann zusammen war, war auch wild. War auch kranker Support. Ja, wir schnackeln, fackeln heute nicht lange um den heißen Brei. Gehen direkt rein in die Schweinerei. Wir haben heute ein junges Date. Ja, die sind so alt wie ich. Wir gucken mal rein, ich bin gespannt. Link zu RTL Plus wie immer in der Videobeschreibung. Let's go. Ich bin die Vanessa und hoffe heute jemanden netten kennenzulernen für einen angenehmen und entspannten Abend. Hallo. Ich bin hier, um mal jemanden kennenzulernen. Hoffentlich Gutes. Ja, ich bin ein sehr offener, vor allem sehr humorvoller Mensch. Sales Managerin im Bereich Software. Aha. Also, liebe Freundin, Vanessa ist fast so alt wie ich. Also, ich werde jetzt bald, also ich bin schon bald 26, also nur noch 3 Monate, dann bin ich schon 26. Boah, ich werde langsam alt. Alle alten Leute, die gucken gerade wieder zu und machen hier wieder Auge und sagen, du bist noch lang nicht alt. Liebe Freunde, liebe Rentner, beruhigt euch. Ihr wisst, ne? Aber mit 26 hat... Wie war da euer Leben so? Hat Spaß gemacht? Nein, war Spaß, alles gut. Lachen ist mir extremst wichtig. Ansonsten gehe ich super gerne raus, an die frische Luft mit dem Hund, lange Spaziergänge und natürlich entspannte Abende mit Freunden. Vanessa. Ja. Vanessa und Dustin. Wie ist sie? Dustin ist schon so ein Jeremy Pascal-Name, ne? So ein. Also man stuft ja Namen immer ein. Reine Theorie. Wie würdet ihr meinen Namen einstufen? Cedric. Richtig. Sehr reich und wohlhabend. Genau. Und wie klingt das denn für euch? Hard Rock, Heavy Metal, so klingt das denn für mich. Dustin aus. Er hat es einfach genauso ausgesprochen. Wie sieht dein Dustin aus? Dustin finde ich schwierig, aber da würde ich eher dunkler Typ nennen. Also dunkle Haare hätte ich jetzt eher gesagt. Vielleicht sogar ein Bart. Das wäre jetzt, glaube ich, für mich ein typischer Dustin. Ja, Heavy Metal, sage ich doch. Mit dunklen Augen. Scheiße. Leute, Dustin, das ist der falsche Dustin. Der heißt mit Zweitnamen Dustin. Vorname ganz anders. Tobias. Tobias Dustin heißt er. Ich bin hier, um vielleicht die große Liebe für mich kennenzulernen. Meine zukünftige Partnerin stelle ich mir als offene, vielleicht auch sehr lustige Persönlichkeit vor. Er guckt in meine Seele mit seinem Blick, ne, das ist krank. Feuerwehrmann und Notfallsanitäter, muss ich kurz einen Funfact zu sagen, hatte ich kurz bevor es bei mir mit YouTube lief, als ich nach Köln gezogen bin, so kurz davor war ich Feuerwehrmann zu werden. Hauptberuflich, Vollzeit. Kein Spaß. Ich hatte eine Blabla-Car-Fahrt mit einem Feuerwehrmann von meiner Heimat hierhin. 5,5 Stunden. Wir haben nur über seinen Job geredet. Und ich hab's so gefeiert und es hat so auf mich gematcht, dass ich so war, boah, geil. Und ich wusste da eh gerade nicht hin, wohin mit meinem Leben. YouTube lief nicht. Und ich war so, komm, scheiß drauf. Ich mach Vollzeit-Feuerwehrmann. Aber 2-3 Wochen später, also ich hatte schon Bewerbungsphase und so, hätte Einstellungstest gehabt und dann lief YouTube von einem Tag auf den nächsten und dann habe ich das erste Mal, ich glaube 1.500 Euro mit YouTube-Einnahmen verdient und habe in einem WG-Zimmer gewohnt. Das Zimmer hat 360 Euro warm gekostet. Heißt, long story short, ich als Kleinunternehmer damals hatte dann noch 1.140 Euro zum Leben. Ja. Da konnte ich oft in die Shisha-Bar. Dann habe ich meinen Dad angerufen und habe gesagt, kann ich... Ach stimmt, ich hatte noch einen Nebenjob sogar. Da habe ich ihn gefragt, kann ich meinen Nebenjob kündigen? Dann hat er gesagt, nur wenn du nächsten Monat wieder 2000 Euro schaffst. Da habe ich direkt verdoppelt, Leute. Weil ich bin ein Macher, ne? Nicht vergessen. Mit der man sehr, sehr viel unternehmen kann, die relativ spontan ist. Hallo. Hi, ich bin der Dustin. Hi, Vanessa. Freut mich, dich kennenzulernen. Trifft sich doch schon gut. Der erste Eindruck von ihr war echt so ein Wow-Effekt. Also ich... dachte echt, boah, das ist echt eine tolle Frau, also so vom ersten Eindruck her. Ich hätte so gefühlt, hätte jetzt gesagt, boah, die ist echt eine Waffe. Aber nein, leider nicht. Egal, Dustin, nächstes Mal. Ich lag gar nicht so falsch. Ich sollte gerade einen typischen Dustin beschreiben. Okay. Ich finde, so weit war ich jetzt gar nicht weg. Ich finde, ich habe das ganz gut gemacht. Ja, dunkle Haare, dunkle Augen. Ist die farbenblind? Der hat hellgrüne Augen. Super freundlich. Hoffe ich doch, dass das alles auch so deinen Vorstellungen entspricht. Och ja. Sehr schön. Och ja, will man in so einem Moment nicht hören. Gehen wir in die Bar? Ja, sehr gerne. Ja, gerne.
okay, jetzt weißt du, womit du es zu tun hast und es passt soweit. Jetzt kannst du dich freuen. Also es war wirklich, hat mich richtig mitgenommen, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich würde tatsächlich direkt das erste nehmen. Feuriges Vorspiel. Das klingt gut. Und ich würde rauf und runter nehmen. Ja. Machen wir. Das klingt auch nicht schlecht. Mach doch einfach ein feuriges Vorspiel rauf und runter. Da war schon so der erste Moment, wo so ein bisschen die erste Nervosität auch weg war. Ist ja das Gelb an Tätowierer ausgegangen? Hast du gesehen, oder? Nee, ich hab's noch nicht gesehen. Nee, ich mal anschauen. Das ist schon spannend, ja. Okay. Hast du auch einen Hund? Ja, das ist du für einen? Genau den. Das ist tatsächlich mein Hund, eine American Staffordshire Terrier, okay. Also ein ganz gefährlicher Kampfhund. Ja, ich habe auch einen Boxer, der ist auch cool. Total gefährlich. Dann kannst du nämlich auch sagen, wenn du die mal live siehst, ich wette mit dir, da ist ein Boxer drin. Man passt jetzt natürlich ganz gut, dass sie auch einen Hund hat. Von daher versteht sie halt auch schon einiges ein bisschen besser als jemand, der keinen Hund hat. Meiner ist jetzt 15 Monate alt, der hat jetzt 40 Kilo mittlerweile. Ja, siehst du, da bist du meiner schon mal voraus, die wiegt die Hälfte. Okay. Rauf und runter, kunterbunter war hier. Vielen Dank. Feuriges Vorspiel war hier. Ich danke dir. Bitte schön. Ja, dann zum Wohl. Auf einen schönen Abend. Genau. War auf jeden Fall sehr feurig, ja. Ich fand es auch, wie wir uns von Anfang an verstanden haben, ne? Und was wir alles so besprechen konnten, das passte auf jeden Fall. Du wohnst dann aber noch daheim, oder? Ich muss auch sagen, das ist schon direkt ein Vibe, Loki. Also es ist schon so ein Flow. Die haben beide einen Hund, die haben beide einen gefährlichen Hund. Trinken beide Alkohol, es gibt keine Diskussion mäßig, Drink oder kein Drink oder... Ne? Bis jetzt passt mir schon wieder zu viel hier. Ich habe hier nichts zu analysieren. Genau, ich wohne mit meinen Großeltern zusammen, mit meinem Papa. Cool. Und wir haben ein großes Haus, was wir uns teilen zusammen. Weil ich halt im 24-Stunden-Dienst auch arbeite, da muss halt immer einer auf den Hund aufpassen. Was genau, 24-Stunden-Dienst? Ich bin Notfallsanitäter und Berufsfeuerwehrmann. Cool. Spannend. Und, ja. Ja, also es ist schon ansprechender für mich als einer, der diesen 0815-Beruf, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten. Bist du. Ich persönlich habe mich angegriffen gefühlt. Nur weil ich Influencer bin, kann ich ja nichts dafür. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich nicht so einen klassischen Bürojob kennenlerne, sondern mal so ein bisschen was anderes, weil ich finde, es macht schon einen Unterschied, ob man dann so... Ja, aber Influencer sind auch cool. ...man hat auch mal mit anpacken kann und der sich da auch nicht vieles zu schade ist. Und das also in meinem Fall kann ich auch anpacken. Ich mache einen Mann schon durchaus attraktiv, ja. In meinem Fall finde ich auch, also, weil du halt vorhin persönlich andere Berufe angegriffen hast, in meinem Fall finde ich mich jetzt auch attraktiv. Ich kann keine Bilder aufhängen, gar nichts. Ich, okay. Handwerker, ja, Legastheniker, kann ich nicht. Redet ihr über mich gerade? Nein. Um Gottes Willen. Nee, das ist kein Problem, das kriegt man hin. Das ist schon. Ja, wunderbar. Jetzt geht schon direkt ran, in die oder? Wohnungseinrichtung, auf ja. Auf jeden Fall. Bilder aufhängen. Garten. Großer Garten. Haben wir zwei schon Hunde. Abgeklärt. Wie viele Kinder? Oh Gott, unabhängig. Warte, jetzt. Ich möchte jetzt bin ich gespannt. Ja, du zeigst mit dem Finger da hinten raus, okay. Oder mit zwei Händen, keine Ahnung. Ja, nee, da reicht noch eine, keine Sorge. Drei. Ach so, sorry. Dreieinhalb. Ja, ich hab da so dreieinhalb. Ja, aber das ja, war so. Ja, so einer. Also es können... Noch ein Hund vielleicht. Was hast du für eine Zahl? Zwei. Zwei. Da lässt sich ja drüber reden. Ja, streitet euch erstmal jetzt. Und dann schauen wir weiter. Wie viele Kinder wollt ihr noch? Nee, was tönt dich an? Hä? Warum geht der direkt rein? Der geht direkt... Hä? Er ist doch gar nicht so. Du bist doch Dustin, oder? Auf einmal, er ist ein Calvin geworden. Gott. Das fand ich persönlich eine ziemlich fiese Frage, das jetzt hier so öffentlich zu beantworten. Aha, ein kleiner Fiesling, ne? Eine kleine Ratte. Weißt du, ich lass dir da mal den Vortritt. Mal kurz. Ach, das stand auf dem Zettel von First Dates. Ich dachte gerade schon, Junge, ich habe gerade an Dustin gezweifelt. Also ich finde es halt schon, wenn jemand einen komplett so anspricht und einfach so sagt, boah, so wow, so dieses Wow, dieser Wow-Effekt, das finde ich total cool. Bruder, es geht nicht darum, was du cool findest, es geht darum, was du heiß findest. Heiß. Und ja, sonst. Also ich glaube für mich, was für mich schon anziehend ist, ist auch so ein bisschen Dominanz. Also klar, dass man auch einfach so ein bisschen jemanden, einen Ebenbürtigen hat, sage ich immer. Dass da jemand wirklich einfach auch ein bisschen Autorität auch. Was denkt ihr, antwortet er? Er macht gleich den hier. Ja, dann passt es ja ganz gut. Den wird er machen, sage ich, mit Ansage. Was kann man so oder so sehen? Das darf er sich ja jetzt dann auch überlegen, wie er das mit nach Hause nehmen möchte. Der muss einfach auf mich zukommen und ich muss mir einfach denken, ja, mit dem kann ich mich unterhalten und mit dem würde ich auch gerne mal länger als eine Stunde irgendwo sitzen. Und
das ist, was das jetzt Gott sei Dank, was auch passiert ist, dass du halt reingekommen bist und zwar direkt so. Dieses, okay, das ist jetzt niemand, wo das irgendwie... Arme hat er schon mal so hingelegt. Jetzt bin ich nur noch gespannt auf den Satz. ...nehmen wird oder wo man nicht weiß, vielleicht, wo man drüber redet. Das ist die Ich-bin-dominant-Position. So brauchst du dir keinen Sorgen machen. Ich bin doch eh dominant. So, ich hatte schon irgendwie den Eindruck, so okay, wir kriegen das schon zusammen hin. Und das beruhigt mich schon sehr. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich reingekommen bin und dich gesehen habe, dachte ich so erstmal diesen Wow-Moment, dachte ich so, ja. Sehr süß, danke schön. Ich finde auf jeden Fall, dass wir uns gut verstehen so. Deshalb finde ich das mega. Also ich fand der... Er ist nicht nochmal darauf eingegangen, dass er dominant ist. Scheiße. Wow-Effekt war auf jeden Fall da. Bro, Wow-Effekt ist sein Lieblingswort. Wir haben Wow-Effekt schon 7 Mal gehört, diese Folge. Vom ersten Moment an fand ich eigentlich, dass der Funke da so ein bisschen übergesprungen ist. Und der Wow-Effekt hat geistkrank reingeschoben. Von daher, wir verstanden uns die ganze Zeit gut und ich denke schon, dass das Ganze dann auch Potenzial hätte. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Ja, guten Hunger. Danke. Sieht sehr gut aus. Er hat einfach Döner-Teller Allmann-Version bestellt, ne? Wie lange bist du jetzt Single? 3/4 Jahr, würde ich sagen. Also jetzt noch nicht so oberlange, aber ich bin einfach wirklich der totale Beziehungsmensch. Mir fehlt halt schon manchmal so nach Hause zu kommen und den Tag mit jemandem teilen zu können. Also ich bin jetzt seit Anfang des Jahres Single. Und mir fehlt das halt auch. Weißt du, ich vermisse das auch einfach, mit jemandem gemeinsam einzuschlafen und morgens gemeinsam aufzuwachen, den Tag zu verbringen, frühstücken. Das ist aber schmutzig. Gemeinsam einschlafen vor der Ehe, meinte er gerade, oder? Puh, ja, schmutzig. Liebe Frühstück. Frühstück am Bett, gar kein Problem. Aufpassen. Voll die Süßlinge. Die haben auch gute Themen. Schon mitten in der Familienplanung. Die sind heiß aufeinander, ne? Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, mein Hund hat leider nicht allzu viele Grenzen in der Wohnung. Schläft er mit? Vielleicht. Eventuell. Dann dürfte mein Hund auch im Bett schlafen. Ich habe kein Recht, mich dazu zu äußern, aber hätte ich einen Hund, der dürfte wahrscheinlich nicht mal aufs Sofa. Ich bin ehrlich, Leute. Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß, ich habe gerade viele Hundeherzen gebrochen. Habt ihr euren Hunden gerade die Ohren zugehalten? Wäre mir schon wichtig. Weil das wäre jetzt halt natürlich blöd, wenn euer Hund jetzt mich nicht mehr sympathisch findet. Und Katzen, ich sag ehrlich, Katzen, ihr seid was anderes. Miau, miau, miau. Ihr könnt in mein Sofa. Nicht Bett. Sofa. Warum mache ich einen Unterschied bei Katzen und Hunden? Das ist richtig asozial von mir. Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Wir können eine offene Diskussion in den Kommentaren starten. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Meine große Angst ist auch gewesen, oh scheiße, jetzt sagst du danach, du hast einen Hund und der bedeutet der so viel. Ich sag so, boah, nee, Hunde geht gar nicht. Ich würde das nicht sagen, weil ich glaube, dass du eher irritiert von der Liebe von mir zu meinem Hund bist. Mein Hund spielt eine zentrale Rolle in meinem Leben. Für manche vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar wie sehr. Also schließlich habe ich sie tätowiert über den kompletten Rücken. Umso schöner war es zu merken, dass ich gar nicht so verrückt bin, sondern dass es tatsächlich auch noch andere gibt, die diese Bindung zu ihrem Hund haben. Grundsätzlich kann ich dir sagen, Notfallsanitäter bei mir ist nicht schlecht. Ich bin unfassbar ein Tollpatsch. Was will man mehr? Kennst du diese V-Hobel, wo du Zucchinis so in Scheiben schneiden kannst? Da bin ich mal mit dem Finger zuerst durch. Sowas mache ich ganz gerne. Hat er auch schon eins? Boah, wisst ihr, was sie meinte? Leute, ich kann es euch kurz zeigen. Trigger Warning übrigens. Dieses Ding. Anstatt dass sie die Karotte zuerst durchschiebt, ist sie mit dem Finger zuerst durch. Oh, Digga. Nee, muss nicht sein. Autounfälle, Gott sei Dank war ich nicht schuld. Aber ich ziehe sowas wirklich einfach an. Oh no. Aber mein Hund würde auch mega zu dir passen. Der ist nämlich auch so ein Bauer, wenn ich es jetzt so sagen darf. Du hast ihm angemerkt, es war ihm kurz unangenehm, weil er dachte, oh je, Fettnäpfchen. Ja, das war jetzt nicht so gemeint, wie es gesagt hat. Ich weiß, was du meinst. Ich fand es einfach super sympathisch und lustig. Ich glaube, das ist auch einfach der Aufregung geschuldet. Wir machen einfach mal alle Augen zu, liebe Freunde. Schmeckst du dir? Ich auch. Süße, selbst wenn ich voll ätzend gewesen wäre, hättest du zumindest schon mal gut geschmeckt. Da du aber eine sehr sympathische Frau bist, habe ich direkt doppelt gewonnen für heute Abend. Gott sei Dank, du. Oh, das war ein bisschen süß. Das sind wieder Plus gemacht. Diese perverse Frage vorhin hätte nicht sein müssen, aber war ja First Date schuld. Ne, Dustin, machen wir mal auch noch mal ein Auge zu. Ab jetzt nur noch blind reacten.
Also ich hoffe, dass ich gut bei ihr angekommen bin. Ja, aber ich schwöre, du bist gut angekommen. Ich habe schon das Gefühl, dass das schon ganz gut funktioniert bei uns. Was mir halt. Ich sag ehrlich, am Ende des Tages hat einfach der Wow-Effekt gepasst. Und das ist halt das große Ganze, die Magic dahinter. Auch sehr wichtig ist. Dankeschön. Ich übernehme das, ja? Ich leite das. Ist Dominanz. Das denn? Dankeschön. Sehr gerne. Sehr nett. Was mir halt wichtig ist, dass ich unterstützt werde in dem, was ich mache. Weil auch gerade mein Job ist nicht so unbedingt einfach und halt manchmal auch sehr zeitintensiv. Wie kommt der von Zahlen direkt so in dieses, ich möchte unterstützt werden? Jetzt will er doch irgendwie, dass sie 1-2 Euro dazulegt oder wie? Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass meine Partnerin das akzeptiert, was ich mache beruflich, weil man halt zeitlich schon sehr, sehr viel auf der Wache auch eingebunden ist. Also ich finde, man sollte sich einfach zusammen freuen und wenn man doch irgendwie sieht, dass da jemand Spaß und Freude und Leidenschaft mit an den Tag legt, dass man das natürlich auch unterstützt. Also ich finde das schon sehr, sehr wichtig, dass man da auch so ein bisschen die Träume und auch Wünsche von dem anderen ein bisschen unterstützt und respektiert vor allem. War ein echt schöner Abend, wir haben uns gut unterhalten, auch gelacht. Ich möchte, dass Sie noch in Fotobox gehen, das ist mein persönlicher Wunsch und ich hoffe, der wird jetzt erfüllt. Bitte. Das war super. Zeit ging sehr schnell vorüber. Also wir waren ja beide so, oh, schon die Rechnung. Und das, denke ich, ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich fand's mega. Ich wäre gerne sitzen geblieben. Ich fand's wirklich klasse. Hat mir richtig gut gefallen. Kann ich euch ein Schloss geben? Ja, nein. Und ich wollte jetzt noch mal ganz genau, aber ich sage, ihr könnt ja heute noch die Zeit nützen, bevor ihr das Kind das erste macht. Ja, das Schloss. Roland? Langsam. Irgendwo hinzuhängen, ja. Das ist aber schon mal sehr gut. Da fühle ich mich jetzt auch sehr geehrt. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Keine Fotobox. Das ist natürlich jetzt mal einfach konstruktive Kritik an First Dates. Ihr habt gesehen, das Date läuft gut. Ihr habt gesehen, es matcht. Warum schickt ihr sie nicht in die Fotobox? Ist nur konstruktive Kritik. Kein Hate. In Klammern kein Hate. Wollt ihr ein zweites Date haben? Also zweites Date auf jeden Fall. Ich fand, die Chemie hat mega gepasst. Wir haben auf jeden Fall viele Gemeinsamkeiten. Das stimmt, ja. Deshalb würde ich mich auf jeden Fall freuen, dich nochmal wieder zu treffen. Ja, ich glaube, da gibt es dann noch einiges, was man übereinander lernen kann. Zum Beispiel, wie man Chemie richtig ausspricht. Sollten wir auf jeden Fall tun. Ja, auf jeden Fall. Also auch für mich auf jeden Fall gerne ein zweites Date. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das Ende, habt ihr ihr Gesicht gesehen? Die so. Schauen wir mal, was draus geworden ist. Dustin und Vanessa sehen sich regelmäßig. Inzwischen verstehen sich auch ihre Hunde. Und Vanessa durfte schon Dustins Oma kennenlernen. Ich sag, die sind zusammen. Warte, wann war diese Folge? 30.12.2021. Die sind wahrscheinlich schon verlobt, Leute, ich sag ehrlich. Ich würde es jetzt einfach mal callen. Die beiden sind verlobt und es ist so eine First Dates Love Story. Es passt einfach alles vorne und hinten. Ich freue mich, es war ein sehr süßes Date. Ich muss ehrlich sagen, wie es ist, liebe Freunde. Und, ich habe die ganze Zeit vergessen, für meine Verlosung Werbung zu machen. Das ist ja ganz unpassend. Jetzt sind schon die meisten vom Video abgesprungen. Aber für die, die noch da sind, ich verlose Sachen im Wert von 10.000 Euro an euch. Und ihr müsst mir dafür nur auf Instagram folgen. Also falls ihr bis hier dran geblieben seid, die Verlosung geht noch bis zum 1. Mai, also gar nicht mehr so lange. Ihr müsst nur einen Kommentar schreiben, was ihr euch wünscht. Ihr könnt auch mehrere Kommentare schreiben und verschiedene Sachen schreiben, die ihr wünscht. Ne? Nur so als kleinen Tipp. Und dadurch, dass ihr mir schon auf YouTube abonniert habt oder falls ihr mich schon abonniert habt, kriegt ihr auch schon extra los, automatisch. Deshalb lest euch gerne durch. Das ist der Beitrag unter meinem bei meinem Instagram, ist der ganz vorne angepinnt. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin, haut rein. Viel Spaß beim weiter Videos gucken. Ich verlinke euch hier natürlich in der Playlist und haut rein. Ciao. Ja, ob du schläfst oder ist es schon zu spät? Ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg. Ja. Kenn uns erste Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasper Straße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.